This meeting is being recorded. Hallo ihr Lieben, schön dich zu sehen. Hallo. Schön hier zu sein. Ja, schön, dass du hier bist. Und so feiern wir den einen Geist und gehen nach Hause, ne? Und erinnern uns, dass diese Reise wirklich vorüber ist. Danke, danke, danke. Ja, wie wir gerade von Julia Engelmann gehört haben, die uns eben gesagt hat, was es alles nicht ist, ne? Ist das wirklich, das ist, was ein Kurs in Wundern auch lehrt, ne? Der Kurs in Wundern lehrt uns eigentlich vollkommen indirekt, wovon wir keinen Nutzen mehr haben und worüber wir wirklich nur noch lachen oder einfach die Kleinheit darin entdecken und in dem Kontakt mit dem Heiligen Geist in die Größe gehen. Und in die Größe gehen heißt immer, das Licht kommen zu heißen und heißt immer, über die Wahrnehmung hinweg zu gehen und eben in einer neuen Wahrnehmung tatsächlich mit dem inneren Auge, mit dem spirituellen Auge zu sehen. Und das ist halt wirklich so eine alte Angewohnheit im menschlichen Bewusstsein, herzugehen und zu glauben und zu versuchen, hier eine Verifizierung mit dem, was die Augen, die Körpersaugen sehen können, die Wahrheit zu verifizieren, ne? Und zu sagen, oh, jetzt habe ich einen Beweis darüber, wie erleuchtet ich bin oder wie erwacht oder jetzt weiß ich ganz genau, wie die Wunder funktionieren. Und alles, was wir eigentlich, wenn wir genau hinblicken in die Lektionen, in die Geistesschulung ist, wir werden ganz klar hingeführt im Anerkennen, dass nichts, was wir sehen, irgendetwas bedeutet und dass unsere Gedanken tatsächlich bedeutungslos sind, hier Platz zu schaffen für das, was er in der heutigen Lektion 158 auch als die Schau Christi bezeichnet. Und ganz außergewöhnlich für diesen Tag oder für diese Idee, heute lerne ich zu geben, wie ich empfange, ist eben, dass er tatsächlich mit einer ganzen Einfachheit uns anführt und hinweist, wie wir eigentlich den Tag verbringen sollen in diesem Geben der Schau. Das ist, was wir geben können. Die offenbarende Erfahrung, die passiert einfach, wenn sie passiert. Und das ist nicht wirklich Teil dessen, was wir geben, ja, wie er uns erklärt, ne? Und so geht er in der Lektion ja absolut darauf ein, zu erklären, was ist Offenbarung, was ist die Erfahrung. Aber er sagt ganz klar, es wird ganz klar ausgedrückt, dass es die Schau ist, die wir lernen, und es ist die Schau, die wir uns einander anbieten können. Und ich weiß nicht, ob dir ganz klar der Satz dazu aufgefallen ist, und wir werden ihn wahrscheinlich hoffentlich auch mehrmals wiederholen in dieser Session. Es geht darum, den Bruder zu sehen, dass er der heilige Sohn Gottes ist. Und das Einssein mit dem Bruder in der Heiligkeit zu erkennen. Und das im Weiterblick als was Körperidee oder Körpererscheinung ist. Das heißt, du wirst weitergeführt, wie du deine Brüder hier in dem Raum oder deine Brüder in deinem anscheinend privaten Traum siehst und antriffst. Du wirst hingeführt, ganz klar dies zu öffnen in eine Erkenntnis der Heiligkeit, die du ausschließlich mit deinem Bruder teilen kannst und sehen kannst. Und alles andere ist wirklich dann die Feier im Eingeständnis, dass, so wie es hier ja auch ausdrückt, wir nehmen lediglich eine Reise, die schon vorbei ist. Ich weiß nicht, was du mit diesem Satz anfängst, ne? Wir nehmen lediglich eine Reise, die bereits vorbei ist, ne? Jetzt sieh mal hin, wie du dich identifizierst oder was du meinst, was du gerade teilst mit deinen Lieben oder mit deiner Welt.
Und all das, was du siehst und wahrnimmst oder Bedeutung gibst, sollst du wissen und musst du wissen, dass es ein Teil deiner Reise ist, die bereits vorüber ist. Und das ist schon etwas Unglaubliches zu entdecken, dass hier wirklich nichts Neues mehr passiert. Das Einzige, was neu ist, ist die Selbsterkenntnis, ist die Erkenntnis darüber, wer bin ich als, wie Gott mich schuf, als der heilige Sohn Gottes, als das Licht der Welt. Das ist das Einzige Neue. Und das ist immer neu, das ist immer frisch, das ist jeden Moment neu. Und das kommt natürlich auch dadurch zum Ausdruck, dass es dir höchstwahrscheinlich, hoffentlich bereits sehr langweilig geworden ist, deine Ausdrucksweise immer auf einem gleichen Niveau oder einem gleichen Standard auszurichten. Jeder Künstler weiß, jede Künstlerin weiß, dass das wirklich das eigene Todesurteil. Ne? Weil wenn's immer dasselbe ist, was ja eigentlich gar nicht möglich ist, ne? Dann geht darin ja die Freude verloren. Aber die Freude, dich als meinen Bruder in meiner eigenen Heiligkeit und dich in deiner Heiligkeit wiederzuerkennen und nicht zu wissen, was Heiligkeit wirklich bedeutet, aber zu sehen, dass darin alle Bedeutungen und Definitionen verloren gehen, dass ich sie loslasse, dass ich nicht die Vergangenheit hernehmen werde, um sofort diesen Raum oder das, was uns ausmacht, in der Beziehung aufzufüllen, sondern wie gesagt, den Raum offen zu lassen für das, was ich zeigen möchte. Und das Einzige, was ich zeigen möchte, ist deine Liebe des Himmels, die du nicht teilen kannst mit allen Aspekten deines Geistes. Aber vielleicht beginne ich zuerst mit einem Satz aus der gestrigen Lektion. In seine Gegenwart möchte ich jetzt eingehen und das auf die ganz praktische Ebene gebracht. Verstehen wir darunter die Gegenwart Christi? Auch so weit gehen zu können im Erkenntnis, im Erkennen des Einsseins unseres Geistes, dass wir anerkennen, dass der mit uns geht, dass dieser mächtige Gefährte tatsächlich der Christus selbst ist. Und dass wir die Gegenwart Gottes hier in unserem heiligen Augenblick wiederfinden und wiedererfahren. Und was mir so wirklich aufgefallen ist in dieser Lektion 157, war, wie er hergeht so zu Beginn der Lektion und sagt, ja, du hast lange Tage und Nächte damit verbracht, den Tod zu feiern. Ne? Ah, okay. Und er sagt auch, es wird hier mit dieser Idee oder mit dieser Lektion beginnen wir, es wird eine neue Erfahrung, das Wort, das verwendet wurde, ist eingeläutet. Ne? Und eine andere Art des Fühlens und Bewusstseins wird eingeläutet. Und das ist schon etwas ganz Unglaubliches. Ne? Das zeigt vielleicht, okay, alles, was bislang gelaufen ist, kann ich durchaus sein lassen als etwas, eine Wiederholung des konzeptionellen Geistes, um hier seine Existenz zu rechtfertigen oder abzunutzen. Und letztendlich ist hier alles langweilig. Und es ist nicht nur so in manchen Fällen, wie wir es im Lied auch gehört haben, zu manchen Zeiten, sondern in Wirklichkeit ist es zu aller Zeit hier auf der Wahrnehmungsebene in einem Geisteszustand der Trennung. Es ist sowas von uninteressant und sowas von langweilig. Es ist wirklich nur ein Aufschrei. Wo ist das Wunder? Zeig mir das Wunder, Heiliger Geist. Ich bin bereit. Ich bin wirklich bereit, hier die Liebe Gottes zu teilen und für mich in Erfahrung zu bringen. Und so geht er dann weiter in der Lektion und
verwendet den Ausdruck, den Begriff, dass es ein entscheidender Wendepunkt im Lehrplan ist. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, ne? Aber das ist nicht von Zufall, ne? Wir sind am 157. oder heute am 158. Tag des Jahres der Geistesschulung und er sagt, im Lehrplan findet hier gerade ein entscheidender Wendepunkt statt, weil eine neue Dimension hinzugefügt wird, eine neue Erfahrung. Das ist diese neue Dimension. Die neue Dimension wird ausgemacht von dieser neuen Erfahrung, die ein Licht auf alles wirft, was wir bereits gelernt und die uns auf das vorbereitet, was wir noch zu lernen haben. Und wenn du das reinsinken lässt in deinen Geist, ja, dann weißt du ganz genau, dass es nichts mit irgendetwas aus der Vergangenheit zu tun haben kann. Und dass hier in unserem Zusammenkommen wirklich ein... vielleicht schauen wir uns ein bisschen an, was eigentlich in dem Sinne Commitment heißt, dieses Ja zu geben für eine andere, für eine neue Art und Weise, die Dinge zu sehen. Ja? Das Wort, das verwendet wurde in der Übersetzung, ist Verpflichtung. Aber ich verwende das Wort Verpflichtung nicht so gerne, sondern eher dieses Ja zu geben, ein Commitment abzugeben ist, ein ganzes Ja zu geben, die extra Meile bereit zu sein zu gehen und alles zu geben, um heute, hier und jetzt den Erfolg im Geist in Erfahrung zu bringen. Und der Erfolg nicht auf eine Ursache-Wirkungsprinzip in der Trennung, sondern Erfolg auf der, in der Klarheit, was die Vergebung anbietet und was diese neue Erfahrung in unserem eigenen Geist, wie es sich eröffnet, wie sie sich zeigt. Weil wie sie sich zeigt, ist, dass du wirklich grundlos glücklich und freudvoll wirst und bist und dich wieder erinnerst und damit weißt, dass du absolut dein Herz offen ist und Liebe bereit bist zu teilen, dir selbst anzubieten, zu geben, auszudehnen, in jede Ecke des Universums auszudehnen, nicht wahr? Und die Nathalie zeigt uns hier ein nettes Herz. Danke dir dafür. Und dein Smile in deinem Gesicht ist ja genauso dieser Ausdruck dieser neuen Erfahrung, die ein Licht auf alles wirft, was bislang in Erfahrung gebracht wurde. Nun, viele von uns sind absolut, ganz besonders diejenigen, die neu hinzugekommen sind in den letzten Wochen oder letzten Tagen und hier bereitwillig sind, mit einem Kurs in Wundern oder in der Verbindung mit Christusgeist hier diese Transformation des Geistes anzugehen und in dem Sinne für einen Moment lang dem eine Priorität zu geben, es absolut vorwegzustellen und zu sagen, das ist, was ich nun mit all meinem, mit meiner Kraft, mit meinem besten Wissen und Gewissen angehen möchte und verfolgen möchte. Und so ist diese Frage des Commitments, dieses Ja für die Vollständigkeit, für die Totalität der Transformation, nicht eine Sache, die man so nebenbei mal erwähnt und dann geht man wieder über in den Tagesablauf, sondern das ist wirklich ein Hauptthema. Und es hat in dem Sinne, das möchte ich gleich vorausschicken, absolut nichts zu tun, an welchem Ort wir meinen, dass wir uns befinden, also jetzt als eine wahrnehmbare Lokalisation. Und es hat auch absolut nichts damit zu tun, mit wem als Person oder in der Formassoziation im Erscheinungsbild wir uns verbinden oder zusammenkommen. Es hat absolut nichts mit dem zu tun. Commitment, dieses Ja zu geben, hat alles damit zu tun, das, was transformatives Gedankengut ist, was ja ein Austausch ist, deiner eigenen Gedanken, die du so wertgeschätzt hast und verteidigt hast über tausende von Jahren. Ich spreche hier zu mir selbst, atme tief ein und hier wirklich anzuerkennen, dass diese Ausrichtung meines Geistes
in einer neuen Entscheidung oder die Ausrichtung, mich immer wieder zu erinnern, okay, was mache ich denn hier eigentlich? Was ist denn wirklich meine Funktion hier in Raum und Zeit? Welchen Sinn und Zweck erfülle ich in meinem Traum? Wirklich nur beantwortet werden kann, bedeutungsvoll beantwortet werden kann, wenn ich hier ein neues Gedankengut für mich annehme und diesem neuen Gedankengut volle Priorität schenke. Und wenn du eine andere Meinung dazu hast, dann schreib das jetzt gleich in deinen Chat rein, damit wir es alle lesen können. Und dann könnten wir darauf näher eingehen, was immer die Frage ist. Aber ich hoffe, dass du ganz klar verstehst, dass jeder Einzelne, der diese Weltraumzeit betritt, erstmals mit dieser höchsten Latte, die gesetzt wird, Schwierigkeiten hat. Und ich kann mich in meinem eigenen Prozess sehr wohl daran erinnern, wie wichtig es für mich war, hier all diese, da sind ja so viele Sachen reingekommen, tagtäglich und über längere Zeit, die mir sozusagen Werte der Welt angeboten haben. Ja, mehr Geld, ein besserer Job, bessere Beziehungen, was immer, einen schöneren Platz an der Beach in Byron Bay in Australien, da, 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 da. Also es war, alles war so immens angeboten, hier eben dieses Ja zu wirklich sich zu fokussieren, worum es geht, in meinem Geist, in meiner Erfahrung auf die Seite zu legen und wieder herzugehen und weiterzumachen mit dem, was mich in der Welt oder als Teil der Welt ein bisschen glücklicher machen sollte, könnte oder gedacht wurde, dass es dieses Potenzial hätte. Und ich bin so wie heute zu jeder Zeit immens dankbar letztendlich für diese Lichtreferenz in meinem eigenen Geist, die mich geführt hat und die mir gezeigt hat, dass da nichts Neues dabei ist, sich einfach zu wiederholen mit einem besseren Wohlgefallen oder mit Präferenzen, die wir uns im eigenen Willen selber setzen. Und das mag vielleicht einfach nur sein, okay, um 20.30 Uhr ist eine Session auf der Aleph Akademie. Letztendlich ist das mir egal, wer lehrt, weil ich weiß, es wird eine Entsprechung und Reflexion des Christusgeistes sein, aufgrund dessen, weil ich es so wähle und bereits gewählt habe. Und das ist, wo ich eigentlich dieses neue Gedankengut präsentiert bekomme, wo ich vielleicht sehr wohl herausgefordert werde mit meinem alten Gedankengut und in dem Sinne gebeten werde, dieses alte Gedankengut dem Heiligen Geist zu übergeben und läutern zu lassen. Oder ich gehe her, okay, hat ja gerade 5 Minuten vorher jemand angerufen, ein Besucher, ja, komm nur, und schon ist alles wieder vergessen und der Besuch oder was immer, die Situation, die weltliche Situation, wie sie sich anbietet, wird ein Vorzug, wird Vorzug gegeben. Ne? Und wir kennen es alle ganz genau und es ist immer dasselbe, da ist immer irgendetwas, das einen benötigt, da ist immer irgendetwas, was wichtiger erscheint, da ist immer irgendetwas, was offensichtlich etwas Besseres anbietet. Aber Besseres für wen? Ne? Und das ist die wirkliche Frage. Weil das, was in der Welt angeboten wird, was dir von der Welt angeboten wird, wird nur vom System des Egos als besser bezeichnet. Bis du wieder drauf kommst, dass es doch nicht so besser gewesen ist, sondern einfach nur die alte Leier und dieselbe Enchilada wie immer. Aber wenn der Geist wirklich ausgerichtet ist, ich gehe für meinen Geisteswandel und ich gehe für diese Assoziationen, also meine Brüder, Verbindungen mit meinem Bruder als Geist, ne?
Weil das ist ja, was uns in der heutigen Lektion 158 gesagt wird. Ne? Das ist ja der erste Satz. Was wurde dir gegeben? Die Knowledge, ne? Die Erkenntnis wurde dir gegeben, dass du Geist bist, dass du im Geist bist, dass du ausschließlich Geist bist. Und er fügt hinzu, dass du für alle Zeiten, für immer sündenlos bist. Und gänzlich, und hier ist der Bummer, sagt man auf Englisch, furchtlos. Weil deine Assoziation mit der Welt, denen du nach wie vor die Bedeutung gibst, wie du sie in der Vergangenheit ihr gegeben hast und mitgenommen hast, um ihr weiter diese Bedeutung zu geben, das ist, was letztendlich nicht die Angst läutert und die Angst aufmacht und dich davon befreit. Weil es ist ja nur ein Konstrukt im eigenen Geist. Ne? Was du wirklich wissen sollst, ist genau das, was er dir hier sagt, dass du für immer sündenlos und gänzlich furchtlos bist. Das wurde dir gegeben, das wurde dir in die Wiege gelegt, lieber Bruder, weil du erschaffen wurdest aus der Liebe selbst. Und somit bist du Liebe und bist du Liebe. Versteht, wenn wir nicht an den Punkt kommen, dass wir zumindest ein leises Gefühl dafür entwickeln, dass wir überhaupt keine Ahnung haben, was wir mit dieser Welt anfangen sollen, dann haben wir hier keinen Ausblick für eine erfolgreiche Totalität der Transformation unseres Geistes. Dann wird es immer nur partiell sein. Dann wird es immer nur, und hier ist wieder ein Funke und da ist wieder, es läutet ja schon wieder an der Tür, ist ja schon wieder viel wichtiger. Ja? Und du siehst, ich rede nicht wirklich davon, dass du jetzt hier auf diesen Sessel kleben solltest, ne? Sondern ich rede davon, was du in deinem Geist machst und wie du damit in deinem Geist umgehst und wie schnell du Bilder auswechselst. Und du wechselst selbst diese Bilder aus, die dir nichts anderes zeigen als dieses Licht, das du bist und wie in diesem Licht all deine illusionären Gedanken verschwunden sind und bereits vorbei sind. Das ist die Reise, die wir bereits gemacht haben. Weißt du, wir brauchen wirklich nur in dieser immensen Freude und Glückseligkeit uns zeigen und miteinander uns teilen, einfach ausdehnen, einfach präsent sein, gegenwärtig sein. Und da ist nichts da, was noch auf der Zeitlinie gemacht werden müsste. Es ist dann bereits vollbracht. Aber wenn hier eine Präferenz gegeben wird von dem, was eine Erscheinungsbildassoziation ist, dann kann ich nur hergehen und kann mir selber sagen, dann habe ich nicht wirklich verstanden die Bedeutungslosigkeit der Welt, die ich sehe. Und wirklich, an dem Punkt, Finger auf die Nase, da kann sich jeder selber an der Nase nehmen und wirklich mal ganz ehrlich reinblicken, wie schnell hier Angebote der Verbindung im Licht, im heiligen Augenblick ausgewechselt werden mit was immer wichtiger ist. Aber heute lernen wir, und das ist vielleicht auch kein Zufall, dass er sagt, ich lerne heute zu geben, wie ich empfange. Weißt du, wann wir geübt haben, an welchem Tag wir geübt haben, dass Geben und Empfangen eins in der Wahrheit ist? Genau vor 50 Tagen. Die Zahl 50, ja. Ich werde von der Liebe Gottes enthalten, ist die Lektion am 50. Tag der Geistesschulung. Genau vor 50 Tagen, bei der Lektion 108, hat er uns nur gezeigt, okay, geben und empfangen sind eins in der Wahrheit. Offensichtlich ist hier irgendetwas nicht so ganz wunderbar integriert worden, dass 50 Tage später sagt, okay, heute lernen wir. Lass es uns lernen, dass wir geben können, wie wir empfangen haben. So, wir gehen gar nicht, ich werde dich zwar belehren über die Erkenntnis darüber, dass du Geist bist und nur Geist bist und dass wir
Erfahrung gar nicht geben können, Offenbarung uns wirklich gar nicht anbieten können, weil das ist, was sowieso kommt und in dem Sinne erkannt wird, wenn die Zeit dafür da ist, ne? Hier und jetzt. Aber was wir uns wirklich, und das ist dann die zweite Frage im zweiten Absatz, ja, vielleicht teile ich jetzt diese Sachen noch, weil da kommen wir dann hin, was also sollst du heute geben lernen? Ne? Die erste Frage war, was ist dir gegeben worden? Ja? Und wir müssen anerkennen, worum es in dieser Lektion geht. Es geht darum, um Erkenntnis, Geist zu sein, reiner Geist zu sein, ausschließlich Geist zu sein, sündenlos zu sein, ohne Angst, angstfrei zu sein. Und das alles hast du bekommen. Und es wurde, er fügt es hinzu, damit die heute zum ersten Mal hier reinkommen, genauso sich überraschen lassen können von dieser wundersamen Kraft, die in jeder Lektion unserem Geist zukommt und die wir uns wirklich verfügbar machen. Es wurde ebenfalls jedem Lebewesen mitgegeben. Das wurde dir als Erkenntnis gegeben, die du nicht verlieren kannst. Und so wie du sie nicht verlieren kannst, kann sie niemand verlieren. Jeder hat sie bekommen. Denn nur durch diese Erkenntnis lebst du, lebt es, leben wir. Und das alles haben wir jetzt. Das ist, was wir haben. Wir haben es empfangen. Und das ist, was unser ist. Es gibt niemanden auf Erden, der auf Erden wandelt, auf deiner ganzen Welt, in was immer für eine Ecke du hineinblicken möchtest in deinen Geist. Es gibt niemanden, der dies nicht bekommen hätte. Stell dir das mal vor. So, was willst du jetzt machen mit irgendwelchen spirituellen Angeboten, die... Du hast es ja und jetzt soll dein Nachbar es auch so machen, weil der ist ja noch so weit hinten nach und hat ja noch nichts verstanden von dem, was du schon alles verstanden hast. Und du bist ja so fortgeschritten. Und hier sagt dir in der Lektion 158 Jesus, jeder hat es bereits. Jeder hat es bekommen und jeder hat es zur Verfügung. Nicht diese Erkenntnis ist es, die du gibst, denn das ist etwas, was die Schöpfung gab. Es wurde dir in die Wiege gelegt, sagen wir dazu. Es ist nicht etwas, wofür du etwas getan hast oder tun könntest. Du bist es. Das alles kann man nicht lernen. Kursstudenten, höre hin. Lies diese Lektion 158 jeden Tag. Moment mal, dieser Kurs lässt sich nicht studieren. Dieser Kurs lässt sich nicht erlernen. Dieser Kurs ist wirklich eine Ausrichtung, eine Richtungsweisung. Du wirst ausgerichtet auf den Heiligen Geist. Du wirst ausgerichtet auf die großen Strahlen des Lichtes, des Himmels. Du wirst ausgerichtet auf den Schöpfungsgedanken. Du wirst ausgerichtet auf Wunder. Und alles als Wunder zu erkennen. Du wirst ausgerichtet, damit Offenbarung, damit du bereit bist, Offenbarung zu erkennen, zu erfahren. Was also sollst du heute geben? Die gestrige Lektion hat ein Thema angesprochen, das sich vorne an im Textbuch findet. Erfahrung lässt sich nicht direkt mit anderen teilen auf die Art, in der die Schau es kann. Die Offenbarung, dass der Vater und der Sohn eins sind, wird zu seiner Zeit zu jedem Geiste kommen. Doch diese Zeit wird durch den Geist selbst bestimmt und nicht gelehrt. Und er sagt dann weiter, das wird oft missverstanden, weiter unten, dass mit dem Drehbuch, dass das Drehbuch bereits geschrieben ist, ja, hinter den Erscheinungen gibt es einen Plan, der sich nicht ändert. Aber dass das Drehbuch geschrieben ist, heißt nicht, dass du nicht eine Wahl hast und nicht jeden Moment neu wählen kannst, alles wundersam und neu zu denken und in Erfahrung zu bringen. Aber sieh dir diesen nächsten Satz an, weil darin liegt die Antwort. Wann die Erfahrung eintreten wird
um dein Zweifeln zu beenden. Das steht fest. Ja? Also der Zeitpunkt der Erfahrung, die Bestimmtheit, wann Erfahrung eintreten wird. Ja? Das ist das Drehbuch, das geschrieben ist, zeigt dir immer, dass du den Zeitpunkt bestimmst für die Erkenntnis, aber dass alle Zeit keine andere Zeit sein kann als jetzt, als dieser gegenwärtige Moment. Und auch wenn du sagst, ich studiere lieber vorher und lies lieber vorher noch etwas, wirst du trotzdem, wenn du dich ausstudiert hast, wirst du sagen, jetzt, okay, jetzt Vater, zeig mir das Licht, in dem du mich erschaffen hast und wer ich wirklich bin. Und ich kann dir selber aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich bin auch auf die Unität gegangen, sagten wir auf gut Österreichisch. Und ich habe nicht Borkenkäfer gezählt, sondern ich habe die Flöhe gezählt bei den Tieren. Und ich war mein ganzes Leben lang ein Wissenschaftler und ich liebe auch die Wissenschaft. Und ich habe auch schon von klein an, habe ich schon beschlossen, dass ich immer ein Student bleiben werde. Und ich bin heute noch ein Student, irgendwo. Aber eines weiß ich ganz genau. Alles, was ich konzeptionell ins Verständnis gebracht habe oder konzeptionell angehäuft habe als konzeptionelles Wissen, hat mir null, absolut null beigetragen für meine Selbsterkenntnis. Das, was wirklich sich offenbarte und mir gezeigt wurde, was ich bin und wer ich bin. Wir können nicht erlernen und erstudieren, wer wir wirklich sind. Wir können darüber lesen, aber darüber lesen ist nicht dasselbe wie in der Erfahrung sein. Nicht wahr, Marion und Ronny? Ja, streck mal deine Beine aus. Das ist so wie die Hand zu heben, ich habe eine Frage. Ach, es ist so schön, mit dir zu sein, mit euch, jeden Einzelnen hier. Okay, kann mal hier umblättern, um vielleicht mal zu sehen, wer auf der Seite 2 noch seine Kamera mit eingeschaltet hat. Ja, das ist noch die Rita und die Renate. Hallo, hallo. Ja, okay. Und weiterzugehen noch, um das zu einer runden Sache zu bringen, weil diese Lektion 158, die wirst du immer vortreffen, die wirst du immer antreffen, die wirst immer irgendwo also in meinem Commitment, in meinem Ja, wirklich der Geistesänderung eine ganze Priorität zu geben. Die meisten von euch wissen es ja, das war der Grund, dass ich hier nach Wisconsin gekommen bin, in die Akademie von Master Teacher und mir mehr oder weniger, also mir das Ja gegeben hat, mich von ihm reflektieren zu lassen, wo ich stehe in meinem Geist, wo es lang geht, wer ich bin, was transformiert werden will und so weiter und so fort. Ich möchte es auf der Ebene erstmal belassen. Ne? Natürlich wird die Gesamtheit des Lichtes aufgezeigt und reflektiert, aber das ist nur wirklich eine Erfahrung und ein Gedanke im Geist. Aber diese Lektion 158 war im Geist jetzt dieser Idee und Assoziation eines Master Teachers absolut wichtig. Ne? Und ich kann mich erinnern, wie häufig, es ist fast eine Art Gewohnheit geworden, meistens, wenn er irgendetwas gefragt hat und niemand hat gewusst, was die Antwort ist, ne? Er hat gemeint, was ist, er wollte dann wissen, was ist die Nummer der Lektion, was ist die Lektionsnummer in der Lektion, die darüber lehrt, dass der Traum vorüber ist. Und dann die meisten haben dann gesagt, Lektion 7, ne, ich sehe nur die Vergangenheit und die Vergangenheit. Nein, wir bin in einer anderen Lektion, hat er gesagt. Ne. Was ist die Lektion, die lehrt, dass diese Reise bereits vorbei ist? Was ist die Lektion, die aufzeigt, dass wirklich alle Zeit nur eine vollkommene Illusion ist? Was ist die, oder das war noch die Frage, was ist die Lektion, die lehrt, dass
dass die Erfahrung, die Selbsterkenntnis wirklich nichts mit Wahrnehmung zu tun hat. Und oft ist es dann wirklich so reingeschossen, das ist meistens durch meinen Geist gekommen und auch Juwi. Und ich habe einfach dann 158, ja, 158. Ne? Und das ist, was er in seinem Geist hatte, das wollte er hören. Er war in seinem Geist in dieser Lektion, heute lerne ich zu geben, wie ich empfange, weil es darum geht, um die Schau Christi. Das ist, was wir wirklich geben können. Und die Schau Christi, wie wir bereits eingangs sagten, wird ja, na, die Übungsanleitung, weiß irgendjemand hier, wo die Übungsanleitung für die heutige Lektion sich befindet? Kannst du in den Chat schreiben oder Mikrofone sind auch offen. Siehst du, das ist zum Beispiel schon so ein Beispiel, wie schnell wir eigentlich vergessen, wie schnell das so in ein Rad geht und dann, jetzt bin ich ja in der Lektion und es ist alles wunderbar beschrieben, aber in Wirklichkeit habe ich schon wieder vergessen, was eigentlich die Anleitung ist zur Lektion. Weil das letzte Mal, dass er darüber spricht, über die Anleitung, ich gehe jetzt direkt hin da mit dir und er sagt sogar, dass das in den nächsten Tagen so weiter beibehalten wird, das war in der Lektion 153. Also vor 5 Tagen. Und das sind 3 Paragraphen eigentlich. Ne? Paragraph 15, 16 und 17. Ja, wir üben heute in einer Form, die wir für eine ganze Weile beibehalten werden. Er sagt es da. Ne? Und wir wollen jeden Tag damit beginnen, unsere Aufmerksamkeit, den Gedanken für den Tag so lange wie möglich zu widmen. Und dann zählt er auf. Ne? 5 Minuten. Zu jeder Stunde, 10 Minuten wären besser, eine Viertelstunde wäre besser und eine halbe Stunde tut es dann auch nicht. Und was machen wir? Wir gehen her und sagen, eine Stunde, mindestens eine Stunde. Und das ist unser Zusammenkommen. Wir sind jetzt ganz aktiv in dieser Stunde am Üben der Lektion. Ist das nicht großartig? Und so können wir uns jede Stunde das mitnehmen. Zu jeder Stunde vertiefen wir noch unseren vermehrten Frieden, wenn wir uns daran erinnern, dem Willen treu zu sein, den wir mit Gott teilen. Erinnern, dem Willen, Gottes Willen treu zu sein. Das ist Commitment. Das ist das Ja. Seinem Willen treu zu sein. Wir teilen ihn mit ihm, mit Gott. Und natürlich sagt er auch, manchmal werden wir vergessen. Zu anderen Zeiten werden uns die Geschäfte dieser Welt einholen. Und es wird uns nicht möglich sein, uns eine kleine Weile zurückzuziehen und unsere Gedanken Gottes zuzuwenden. Doch wenn wir können, wollen wir unsere, hier ist es Pflicht, das ist das Commitment, wollen wir unsere Pflicht als Diener Gottes nachkommen, in stündlichem Gedenken unseres Auftrags und seiner Liebe. Und wir wollen ruhig dasitzen und auf ihn harren und seiner Stimme lauschen und erfahren, was er möchte, dass wir in den kommenden Stunden tun, derweil wir ihm für alle Gaben danken, die er uns in den vergangenen Stunden geschenkt hat. Kannst du das spüren, Bruder? Kannst du Dankbarkeit in deiner Seele, in deinem Herzen verspüren, für das, dass du jetzt hier bist, dass du der Bringer des Lichtes bist, dass du der Bringer dieser Botschaft bist, dass du diese Botschaft mit allen in deinem Geist teilst und dass du geheilt wirst und dass alle mit dir geheilt werden. Warum? Weil du es für dich annimmst, weil du nicht mehr sagst, das ist ja für jemanden anderen, das ist ja nicht für mich, ich bin ja nur ein Beisteher. Nein, du bist bereit, ob du am ersten Tag hier bist oder schon ein alter Hase bist, ein alter Kurshase bist. Du bist bereit, heute hier zu sagen, ich bin essentiell für die Erlösung der Welt. Es gibt keine Erlösung der Welt ohne meinem Annehmen der Sühne für mich selbst, ohne meiner Geistesschulung, ohne meiner Veränderung der Gedanken und der Wahrnehmung in meinem eigenen Geist. Und da bin ich dankbar für mich selbst, da bin ich dankbar für alle meine Brüder,
da ist meine Dankbarkeit für diese Fakultät des Übersetzers des Heiligen Geistes, der uns nicht nur begleitet, sondern der sich in uns, als uns, für uns zeigt. Amen. Gut, dass wir ihn heute haben für Simultanübersetzung auf Deutsch. Ich spreche nämlich nicht Deutsch, nur damit ihr das wisst. Aber du hast ihn als Übersetzer und du verstehst es genau in der Sprache, in der du es am besten verstehen kannst. In der ich es am besten verstehen möchte und kann. Und so ist es gegeben. Ist das nicht großartig, Regina? Ja? Ha, danke, 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 danke. Die Schau Christi hat ein Gesetz, 7. Paragraph, Lektion 158. Sie schaut nicht auf einen Körper und hält ihn für den Sohn, den Gott erschaffen hat. Das ist, was wir heute mitnehmen, den ganzen Tag und wenn du jetzt am Abend bist, die ganze Nacht hindurch. Die Schau Christi sieht ein Licht jenseits des Körpers. Du bist absolut fähig, dieses Licht, diese spirituelle Schau durch das spirituelle Auge, das innere Auge zu sehen. Es hat absolut nichts damit zu tun, was die des Körpers Augen sehen. Sie sieht ein Licht jenseits des Körpers, eine Idee jenseits dessen, was man berühren kann, eine Reinheit, die ungetrübt ist von Irrtümern, jämmerlichen Fehlern und angstbesetzten Schuldgedanken als Sündenträumen. Sie sieht keine Trennung und sie blickt auf jedermann und jeden Umstand, auf alle Begebenheiten und Ereignisse, ohne das geringste Nachlassen des Lichtes, das sie sieht. In derselben Erkenntnis, hat er ursprünglich auf Englisch gesagt. Ja? Auf alle Begebenheiten und Ereignisse blickt sie in derselben Erkenntnis des Lichtes, das sie sieht. Und das ist, was wir miteinander heute üben, miteinander teilen. Das ist unser Ja, das ist unsere Verpflichtung für die vollkommene Geistesschulung. Wir sehen, wir wollen heute niemanden als Körper sehen. Sieh niemanden als Körper. Begrüße ihn. Begrüße deinen Bruder jetzt in deinem Geist. Begrüße ihn als den Sohn Gottes, der er ist. Indem du, wie machen wir das? Indem wir anerkennen, dass er eins in Heiligkeit mit dir ist. So endet Paragraph 8. Dies ist eine ganz, ganz wichtige Lektion. Du wirst immer wieder auf diese Lektion zurückkommen, weil sie wirklich das Fundament des Kurses lehrt und aufzeigt. Und du bist heute dieser essentielle Geist, der dies annimmt, verwirklicht und teilt. Und so wie du mich siehst, wie du deine Brüder siehst, das ist genau da, wie du dich selber sehen möchtest. Und da ist niemand hier in diesem Raum, der sich nicht als heiligen Sohn Gottes sehen möchte. Und da ist niemand da, der sich nicht als eins mit allen Aspekten seines Geistes erkennen möchte. Da ist niemand hier, der nicht sein Heiligsein anerkennen möchte. Danke, danke, danke. Aber natürlich, wir kommen einen langen, langen Weg. Und um das noch abzurunden. Übrigens, es hat mir wirklich sehr gefallen, letzte Woche im Open Space. Ne, macht wirklich so weiter, meldet euch. Und ja, jeder soll lernen, weil Lernen ist Demonstrieren. Ne? Und ich bin wirklich ganz, wie sagt man, wie ist das beste Wort dazu, verzückt sein. Ich trete in eine Verzückung ein, das ist, was ich gerade höre in meinem Geist. Einfach da
Teil zu sein. Und wenn es mir, wenn es nicht möglich ist, morgens, dann höre ich es mir immer später an, weil ich ja hier 7 Stunden Zeitunterschied habe in Wisconsin. Aber das heißt, ganz, ganz großartig. Ne? Und ganz besonders von Brüdern, von denen, die ich hier sehe in den Sessions regelmäßig und ja, eigentlich sonst nichts höre oder niemand schreibt irgendetwas in den Chat, aber ja, es ist genau so, wie wir es heute praktizieren. Ne? Wir erkennen die Heiligkeit an, weil es die Heiligkeit ist, als Quelle, aus der jedes Lehren auch geteilt wird. Es ist ein vollkommener Ausdruck des Lichtes, den wir miteinander teilen. Und sicher, das inkludiert unsere persönlichen Geschichten. Ne? So, Gerd, wie du es auch geteilt hast, oder die Agnes, ne? Die kann mich erinnern, die von der Krankengymnastik gesprochen hat. Und Jesus hat mir gesagt, wir sprechen nicht mehr von Krankengymnastik, weil Kranke, die brauchen auch keine Gymnastik, weil jemand, der krank ist, der ist sowieso tot. Ne? Sondern es ist eine spirituelle Genesungsgymnastik. Ne? Und das machen wir auch. Auch. Du brauchst nicht glauben, dass nicht auch die Fakultät im Geist, was du als konzeptionelle Denkensfakultät im konzeptionellen Geist, ne? Das ist ein Muskel, ne? Absolut. Und die Brüder, die schon etwas länger hier in Raum und Zeit verweilen, die wissen ganz genau, wie wichtig es ist, diesen Muskel zu trainieren. Ne? Wenn du den Muskel nicht trainierst, ne? Dann trittst du ganz einfach in die vollkommene Vergessenheit ein. Und das ist letztendlich sowieso, was vollkommen natürlich ist. Du wirst diesen Traum vollkommen vergessen. Ja? Aber solange du hier bist oder hier sein möchtest, als in deinem Menschsein, in deinem Teilen der Formassoziation, die dir dient zur Vergebung, ne? Trainierst du diesen Muskel. Ne? Und der Muskel wird trainiert, indem wir ineinander in Kontakt treten, miteinander kommunizieren, alles sehen als eine Gelegenheit der Vergebung, alles wirklich auf den Prüfstand legen, in Frage stellen. Was hat denn das wirklich mit mir zu tun? Hat das irgendetwas mit der Wahrheit zu tun? Und da kommt der Heilige Geist absolut rein und ist absolut verfügbar, uns alle bestens zu führen und zu leiten und zu zeigen, dass was ausgerichtet ist mit dem Wunder und was absolut sowieso in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Ja, ich habe hier wieder mal dieses Büchlein Träume einen Traum des Lichtes aufgeschlagen und mit den Worten von Master Teacher in einer seiner Sessions etwas gefunden, das auch in diesem Zusammenhang mit der heutigen Lektion wirklich bestens verstehbar ist. Und er beginnt eigentlich im Aufzeigen, erstmal einzugestehen, wo, so wie ich auch eingangs gesagt habe, wo Kompromisse geschlossen werden, wo das ständig ausgetauscht wird, wo dieses Ja im Jein oder weiß jetzt noch nicht oder vielleicht später und so ist. Und das ist auf der Seite 19 beginne ich. Jeder, mit dem du dich auf diesem Planeten scheinbar in Verbindung setzt, ist in seinem eigenen Reifepotenzial eines Traumes des hellen Lichtes der Wirklichkeit gestaltet. Du findest, und hier beginnt bereits ein Eingeständnis, wie dieses Jein oder diese Aufweichung des Commitments dann oft gelebt wird. Ne? Man denkt, na, ich bin eh gut am Weg. Ne? Hör mal hier hin. Du findest etwas Harmonie, etwas, ein bisschen. Du findest etwas Harmonie mit ihm, mit deinem Bruder, in der Assoziation des Denkens oder der Form, des Bewusstseins oder des Lichts und tanzt mit ihm ein Ritual beschränkter Identität. Was für ein Ausdruck, nicht wahr? Wir tanzen in unseren speziellen Ausdrucksweisen mit
unserem eigenen Selbst ein Ritual beschränkter Identität, das schließlich in den Tod flattert, sagt er, anstatt dass du den höheren Bereich heller assoziierter Wirklichkeit um dich scharst. Und dieses um mich scharen von hellen assoziierten Repräsentanten der Wirklichkeit, das bist du, das ist jeder einzelne meiner Brüder. Das ist, was ich bestimme und für mich absolut akzeptiere, dass jeder in meinem Geist das repräsentiert durch die Anwendung der Macht meiner eigenen Entscheidung. Siehst du, wie du deine eigenen konflikthaften, historischen assoziierten Gedanken, die du angstvoll aus deinem Geist projiziert hast, ablehnst, wenn sie dir zu nahe kommen? Und das kennen wir alle aus unseren speziellen Beziehungen, ne? Wo wir dann versucht haben, die Kommunikation zu vermeiden oder versucht haben, einen besseren Weg zu gehen. Und der bessere Weg war doch nicht, war doch nicht ein wundergesinnter Weg. Wie du dich nicht mit der Leidenschaft assoziieren willst. Na, das sind wirkliche Hinweise, wie wir den Finger auf unsere eigene Nase richten können. Ja? Nicht mit der Leidenschaft uns assoziieren wollen, zu der Identität deiner selbst zu kommen. Aber das stellt da mal hin als Frage, wie du dich mit der Leidenschaft assoziieren willst, zu der Identität deiner selbst zu kommen. Natürlich, deine ganze Wirklichkeit hängt von dem andauernden Konflikt ab, der in den Zielen von Ursache und Wirkung in deinem Geist herrscht. Von diesen vielfältigen, zahlreichen Zielen, wie du sie in der Welt definierst oder wie du sie von der Welt angeboten bekommst. Ja? Ursache und Wirkung in Trennung. Und so herrscht es in deinem Geist. Gehört dazu ein wenig Übung? Es braucht wirklich keine Übung, um das anzuerkennen. Übung ist nötig in der Ausdehnung deiner eigenen Verbindung mit dir selbst. In der Ausdehnung meiner eigenen Verbindung mit mir selbst. Dazu ist Übung nötig. Sorge dich nie um den anderen. Und da machen wir ein Rufzeichen dahinter. Ja? Höre da wirklich, nimm das wirklich an für dich. Weil das sind die Eckpfeiler in deiner Transformation. Sorge dich nie um den anderen. Er wird sich ändern, wenn du es tust. Und kann sich nicht ändern, solange du dich nicht änderst. Das haben wir gerade vorhin gesagt, nicht wahr? Das ist, was uns individuell, jeden Einzelnen, essentiell macht. Verstehst du die Lehre, Lehrer Gottes? Wenn du aufhörst, die Gedankenformen in deiner begrenzten genetischen Identität zu konfigurieren, wirst du dich automatisch und sofort zu einem neuen Gefüge, und hier verwendet er diesen Ausdruck, Suprabewusstseins. Das wurde auch in bestimmten Philosophiekreisen gewählt als Gottesgeist, höchstes Bewusstsein. Wirst du dich automatisch und sofortig zu einem neuen Gefüge des Suprabewusstseins ausweiten, zum gnostischen Menschen, der in Licht übergeht. Du siehst, du bist hier wirklich nur im Transitraum. Die Airports machen wieder auf. Du gehörst nicht hierher, alles unterliegt hier auf der gedanklichen Ebene einer Metamorphose und du wirst zu einem gnostischen Menschen, der in Licht übergeht. Du verschwindest buchstäblich als deine Assoziation, die du dir selbst zugegeben hast und dich darin definiert hast, verschwindest du in Licht und erinnerst dich wieder, dass du nur Licht bist und sonst nichts. Wow! Gefällt dir das? Ist das ein wirkliches Ereignis? Es ist ein wirkliches Ereignis. Es war ein wirkliches Ereignis. Es ist das einzig wirkliche Ereignis, das dir widerfahren kann und dir je widerfuhr. Es findet jetzt statt und es findet jetzt in dir statt. Sag zu mir,
Es findet jetzt in mir statt. Es findet jetzt in mir statt. Damit belasse ich es. Ich wollte noch ein bisschen mehr machen, aber die Zeit ist ab. Man macht nächstes Mal da weiter wahrscheinlich, wenn ich es nicht vergesse. Kann es mich ja auch erinnern daran. So, letzter Satz. Herzliche Glückwünsche zu deinem Geburtstag. Ich habe gesehen, hat jemand Geburtstag? Das ist der neue Geburtstag, nicht wahr? Herzlichen Glückwunsch, Bruder, zu deinem Geburtstag. Wie gefällt dir dieser Kurs in Wundern? Ja? Du bist der Botschafter, die Botschafterin dieses Kurses. Du bist der Erlöser, die Erlöserin dieser Welt. Und es gibt keinen anderen. Jesus Christus hat uns nur vorgezeigt, als Beispiel vor 2000 Jahren, als historische Figur, was wir jetzt in einer neuen Form, genauso wie wir sie mit uns gebracht haben, nicht nur möglich ist, sondern wir eintreten im vollen Akzeptieren, dass dies unsere Funktion ist. Die Erlösung der Welt hängt von dir ab, oder die Erlösung der Welt hängt von mir ab. Die Erlösung ist in uns selbst. Nicht irgendwo außerhalb von uns, nicht in irgendjemand anderem. In mir, und wenn ich sie in mir anerkenne, ist sie auch in dir und so in allen. Das ist, wie singulärer Geist sich lehrt und teilt. Und zum Abschied habe ich noch ein wunderschönes Lied mit dir zu teilen, auch von unserer Schwester Bruderherz in Köln, Simone Eckroth. Kennt ihr sie alle? Im Glanze. Ja. Stell dir vor, es wäre zu dir gekommen und es hätte dir gesagt, dass alles Leid von dir genommen. Gefragt. Stell dir vor, es würde bleiben. Nur um neben dir zu gehen. Stell dir vor, es hält seine Hände über dich, über dein Misstrauen und deine Freude nimmt kein Ende. Dein weites Herz will alles schauen. Und du weißt, es wird ganz einfach bei dir bleiben. Nur um neben dir zu gehen. Thank you.
ich träume. Ich sag dir, es ist wahr und wünschte Schleier, Schleier, Schleier würde gleiten, dass wir ganz und gar im Glanze stehen. Wow, danke, danke, ihr Lieben, danke, liebe Simone, für diesen wunderbaren Song. Und ja, ich hoffe, ihr habt auch hier, wie hier in Wisconsin, einen wunderbaren Sommerbeginn. Wir haben jeden Tag um die 30 Grad und Sommerleben. Ich sende euch hier Sommergrüße über den atlantischen Teich. Ja. Danke, bis gleich. Danke auch. Danke. 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 Danke dir, Babaan. Du bist dran. Danke. 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 Danke schön. Danke.